Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Und das wird wieder eine sehr lange Geschichte, denn im Juni sind tatsächlich sehr viele Bücher eingezogen. Denn ich habe unter anderem bei Rebuy bestellt. Ja, aber auch außerhalb von Rebuy sind noch ein paar Sachen eingezogen. Also nehmt euch was zu trinken und lehnt euch zurück und lasst euch berieseln. Deswegen werde ich auch ohne Umschweife anfangen. Ich werde erst mit den Nicht-Rebuy-Büchern beginnen und dann Rebuy anschließen. Genau. Fangen wir an mit dem ersten und einzigen Rezensionsexemplar diesen Monat. Und zwar Die Telefonzelle am Ende der Welt von Laura Imai Messina. Das ist natürlich keine komplette Neuerscheinung. Ihr erinnert euch vielleicht an, ich sag mal, den Teil da, denn das war ungefähr das Cover der Hardcover-Ausgabe, die vor ein oder zwei Jahren erschienen ist. Jedenfalls ist jetzt im BTB-Verlag das Taschenbuch erschienen und konnte ich somit einem Bloggerportal anfragen, denn schon ja, als das Hardcover rauskam und überall gelesen wurde, hat es mich total interessiert und mittlerweile ja, lese ich ja noch lieber auch asiatische Literatur oder von asiatischen AutorInnen. Deswegen, und das war jetzt einfach die super Gelegenheit, es nicht immer nur als ich würde gern im Hinterkopf zu behalten, sondern es anzufragen und demnach auch den Druck der Rezensionsexemplare zu haben, um endlich auch zu dem Buch zu greifen, denn ich möchte es ja lesen. Und ich finde, die Seitenzahl als Taschenbuch schreckt auch ein bisschen weniger ab als das Hardcover, denn das war doch irgendwie sehr monströs. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, wenn mir die Bücher zwar optisch gefallen, sie aber wie etwas, was jetzt zum Beispiel gleich als nächstes kommt, nicht irgendwas haben, wo das Hardcover einen besonderen Mehrwert hat, weil es mega toll aussieht oder weil ich andere Bände einer Reihe oder von dem Autor schon als Hardcover habe, dann bin ich mittlerweile eigentlich sehr zufrieden mit Taschenbüchern, weil die einfach weniger Platz wegnehmen. Im Regal, genau. Und ich finde hier zum Beispiel, da haben sie ja jetzt das Cover eben ein bisschen verändert zum Hardcover, aber ich muss sagen, dass mir das fast sogar besser gefällt als das Hardcover. Hätte ich nicht gedacht. Also ich blende euch nochmal das Hardcover kurz ein, falls ihr euch nicht erinnern könnt. Genau, so. Und dann erzähle ich euch kurz, worum es geht. Genau, denn es gibt circa eine Tagesfahrt von Tokio entfernt, eine Telefonzelle. Und in dieser ist es so, dass wenn man den Hörer abnimmt, dem Wind lauschen kann und den Stimmen der Vergangenheit. Also man kann dort mit Menschen reden, mit verstorbenen Angehörigen, die man sozusagen vor Jahren verloren hat und kann ihnen Dinge sagen, die zu Lebzeiten unausgesprochen geblieben sind. Und in diesem Buch hier, also das ist eine wahre Begebenheit, also diese Telefonzelle gibt es wirklich, die jetzt vor allem auch nach dem Buch, glaube ich, den klassischen Hype und Ansturm, ich weiß gar nicht, ob sie die vielleicht mittlerweile irgendwie gesperrt haben oder sowas, weil ja dort einfach so viele Menschen jetzt hinpilgern. Und in diesem Roman hier geht es eben auch Radiomoderatorin Yuizo, die im Tsunami 2011 ihre Mutter verloren hat und ihre kleine Tochter und dadurch natürlich auch ein Trauma erlitten hat. Und ja, sie schöpft dann neuen Mut und nach diesem Gespräch mit ihren verstorbenen Familienmitgliedern, ja, und also hier bekommen wir mit Sicherheit noch ein paar andere Schicksale außerdem von ihr zu hören, was diese Telefonzelle betrifft. Ja, und das, ja, das spricht mich einfach von der Geschichte grundsätzlich mega an. Ich finde es toll, dass hier ja auch berichtet wird von Ed. Also natürlich, also ich bin noch gespannt, ob hier tatsächlich so, wie sagt man, magischer Realismus stattfindet. Also ob wir das Gefühl haben, wirklich von magischen Elementen oder ob das eher so eine,
Unterschwelligkeit ist, dass quasi etwas zu ihr spricht und sie dann eine Erkenntnis hat und damit offen gelassen wird, ob es übernatürliche Phänomene gibt oder nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, denn natürlich gibt es bei dieser Telefonzelle, bei der realen, keine Geister dahinter, aber den Glauben daran. Also finde ich ein schönes Phänomen und bin ich sehr gespannt. Setting interessiert mich ja auch total. Ja, und mir gefällt diese Taschenbuchausgabe auch sehr gut. Ich staune ein bisschen, dass sie sich jetzt zum Beispiel hier für den orangenen Buchrücken und so entschlossen haben, weil wenn man vom Originalcover ausgehen würde, hätte ich jetzt zum Beispiel was Türkises erwartet. Aber jetzt hier mit dieser Ergänzung von dem Mädchen, passt es da wiederum sehr gut, aber die war beim Original nicht dabei. Wobei vielleicht irgendwie auf der Klappe vom Schutzumschlag oder so, das weiß ich nicht, weil habe ich ja nicht. Genau. So, das war das Rezensionsexemplar. Und jetzt geht es weiter mit selbstgekauften Büchern. Und wie bin ich denn da drauf gekommen? Ich habe jetzt im Juni die Winternacht-Trilogie von Catherine Arden beendet. Und ich liebe diese Reihe. Es hat mir so gut gefallen. Mehr dazu werdet ihr dann im Lesemonat Juni erfahren. Ja, doch, Juni, mein Gott. Und ich habe mich dann irgendwie auf die Suche gemacht, was es von ihr noch gibt. Es gibt noch eine Reihe, die mich grundsätzlich vom Thema her nicht ganz so anspricht, weil die so unter Wasser irgendwie spielt. Aber Catherine Arden hat mich so begeistert, auch mit ihrer Art des Schreibens, dass ich sogar gewillt bin, das zu versuchen, auch wenn mich jetzt das Thema grundsätzlich erstmal nicht so anspricht. Jedenfalls bin ich irgendwie auf der Suche danach. Nee, genau, und dann habe ich gegoogelt, ganz banal, Geschichten mit Magie und Märchen. Ich weiß nicht, was ich gegoogelt habe. Irgendwie sowas, weil ich irgendwas wollte, was so ähnlich war wie die Winternacht-Trilogie. Und dann habe ich halt verschiedene Cover angezeigt bekommen und das nächste hat mich einfach sofort gecatcht. Und zwar Schattengeister von Frances Hardinge. Und es ist jetzt hier noch eingeschweißt. Ich erkläre euch gleich noch was dazu und wir können es theoretisch auch auspacken gleich. Wobei, na, vielleicht lasse ich es eingepackt. Aber ihr seht, glaube ich, trotzdem, dass wir hier Folienprägung haben. Immer die Hälfte dieser Eichenblätter. Und ist das nicht einfach ein wunderschönes Cover? Also das ist, deswegen bin ich in Versuchung, es auch noch eingepackt zu lassen. Denn das ist so Natur. Papier, also etwas raues und dann diese Prägung da drauf und hier auch mit dem Bären, hat das definitiv die Stimmung eingefangen. Also das Cover allein sieht so aus wie etwas, was ich gesucht habe, wie die Winternacht-Trilogie. Hier hinten auch noch. Also das ist wirklich super schön und ist aus dem Verlag Freies Geistesleben von, ich glaube, ist das noch gar nicht so alt. War es 2021 oder war es sogar 2018 oder so? Ich glaube 21. Naja, ich kann es euch gegebenenfalls auch noch einblenden. Und dann habe ich danach gesucht. Und das kostet neu, steht jetzt hier nicht drauf, aber ich glaube auch so 20, 22 Euro. Und ach, da war ich noch hin und her gerissen. Also ich erzähle euch auch gleich, worum es geht, ne? Und dann habe ich Gebrauch danach gesucht und tatsächlich über Booklooker. Also ich glaube, das ist jetzt so das dritte Buch oder so, das ich über Booklooker gekauft habe und war da bisher echt auch sehr zufrieden. Und da gab es eine, das ist gar keine Buchhandlung, sondern ein, was haben die eigentlich? Porzellan. Irgendwo im Norden. Ich schreibe euch den Namen hin und so. Und die haben aber auch ein Antiquariat dran. Also mit gebrauchten Büchern eigentlich. Und da habe ich mich trotzdem gefragt, also das ist ja nicht gebraucht. Also es stand nämlich dann da in der Beschreibung und da war ich sehr gespannt, ob das wirklich so ist, dass es noch eingeschweißt ist. Und dann dachte ich so, hä? Es ist gebraucht, aber es ist noch eingeschweißt. Jedenfalls habe ich dafür 9 Euro bezahlt mit Versand. Ich glaube, es hat 6 Euro gekostet und ich habe noch 3 Euro gezahlt. Und das natürlich für eigentlich ein komplett neues Buch. Es ist eingeschweißt, es ist nichts dran, es ist kein Mängelexemplar, es ist gar nichts. Und deswegen war ich super zufrieden und bin da sehr gespannt drauf.
Also, worum geht's eigentlich? Und zwar Makepeace, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger Name, ist ein Mädchen, das die Gabe hat, in ihrem Kopf Stimmen von Geistern, die Zuflucht bei den Lebenden suchen, zu wahrzunehmen. Und das geht natürlich total auch in die Richtung der Winternacht-Reihe. Also wie gesagt, deswegen passt das super gut. Aber hier ist noch ein bisschen der Unterschied, dass diese Stimmen im schlimmsten Fall von ihrem Körper und ihrem Geist richtig Besitz ergreifen können. Also sie auch irgendwie steuern können. Also nicht nur zu ihr sprechen, sondern so ein bisschen, ja, sie übernehmen. Und das passiert zum Teil und deswegen wird Makepeace nämlich als Hexe verfolgt. Genau, und das ist natürlich eigentlich etwas Negatives. Allerdings tun diese Stimmen Makepeace sehr gut, denn sie würde sonst nicht zurechtkommen in diesem brandgefährlichen, vom Bürgerkrieg zerrissenen England des 17. Jahrhunderts. Und so muss sie sich stellen dem Kampf gegen eine sehr alte, sehr mächtige und sehr unheimliche Familie. Und was hier das Besondere noch ist, denn dieser Bär spielt auch eine Rolle, denn besonders die Stimme und der Geist eines Bären greift hier oft von ihr Besitz. Ich habe mir dann auch ein, zwei Rezensionen zu dem Buch noch angehört, weil ich das vorher noch nie gesehen oder gehört hatte. Aber es gab doch ein paar einzelne Rezensionen auch auf BookTube. Und es heißt, dass dieser Bär zwar Besitz von ihr greift, aber er hat keine menschliche Stimme. Also wir verstehen ihn nicht und sie versteht ihn in dem Sinne auch nicht durch Worte, sondern sein Wesen, sein Wesenszug, das etwas Wilde und das, was Bären grundsätzlich ausmacht oder auch vielleicht Angst, die er verspürt hat, in bestimmten Situationen, das alles übernimmt dann so ein bisschen die Gefühlswelt von Makepeace. Und das ist etwas, was ich glaube, viele haben dann auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil es erstmal sehr ungewöhnlich ist. Aber ich finde, das macht den besonderen Reiz aus. Und ich habe dann, glaube ich, noch gelesen, war das auch hier, dass eine kleine Romanze auch stattfindet, aber die einen Mini-Mini-Teil einnimmt und nicht im Vordergrund steht. Und da war ich dieser Rezension auch sehr dankbar, dass sie das geschrieben hat, denn das hatte mich kurz ein bisschen wanken lassen, als ich was von Romanze gelesen habe. Aber eben auch in der Winternacht-Trilogie spielt es ja auch eine Rolle, aber ist auch nicht am Rande, aber ist definitiv nicht, ist kein Liebesgeschnulze. Und es hat mir so gut gefallen, wie Catherine Arden das gemacht hat, dass ich hoffe, dass auch hier Frances Haninge, dass da ähnlich gut mit umgegangen ist und mehr diese magische Welt und dieses Gefühl, das ich gesucht habe, hier drin, gut rüberbringen kann. Ich habe dann jetzt von einigen auch schon gehört, dass sie andere Bücher von Frances Haninge gelesen haben. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Und ich habe auch geschaut, es gibt wirklich einige Titel noch, aber keins sieht so schön aus wie das hier. Deswegen, ja, hier hat einfach Optik und Inhaltsbeschreibung so gut auf das gepasst, was ich gesucht habe, dass ich nicht widerstehen konnte. Und das, also es ist mehr oder weniger neu gekauft, wie ihr seht, wenn auch zu einem gebrauchten, reduzierten Preis. Aber hier bin ich sehr gespannt. Es fehlt mir leider gerade wieder die Zeit, sonst würde ich sofort danach greifen. Aber das schreit auch ein bisschen kältere Jahreszeit. Zumindest so in meinem Gefühl irgendwie. Genau. Dann, das nächste habe ich euch im letzten Neuzugänge-Video unterschlagen, weil ich es schon einsortiert hatte und dann nicht mehr dran gedacht habe. Dieses Buch, nenne ich es jetzt erstmal, habe ich im Dezember 2022 habe ich das bestellt. Und es kam, sage und schreibe, im Mai 2023. Es ist Teil einer Reihe, bestehend momentan aus 3 Bänden. Ich habe alle 3 bestellt im Dezember. Band 2 und 3 kamen, glaube ich, im Februar, wo ich schon dachte, okay, warum, also mich die ganzen Januar über schon gefragt habe, wann kommt denn das jetzt mal? Und dann wurde es angekündigt für Februar. Ich dachte, na endlich. Und dann kamen nur 2 und 3. Da dachte ich mir, oh ja, super. Und was jetzt mit dem ersten?
Dann habe ich sogar dem Thalia Kundenservice geschrieben, die mir aber auch nur sagen konnten, ja, es ist momentan schwierig mit Lieferdings und so, wir wissen es nicht so genau. Sie werden benachrichtigt, wenn es soweit ist. Dachte ich mir auch, ja, super, schönen Dank. Kommt das irgendwann in diesem Leben nochmal? Ja, und im Mai kam es jetzt. Ich weiß nicht, ob die das neu gedruckt haben oder so. Also ich glaube, es wurde direkt aus UK geliefert. Vielleicht liegt es auch daran. Also machen wir es kurz. Es ist die Buffy Comic. Reihe, habe ich jetzt Buffy gesagt? Wow, es ist die Buffy. Mein Gott, es ist die Buffy Comic-Reihe. Nicht die ab Staffel 8, also bis Staffel 7 ging ja die Serie. By the way, gucken wir das jetzt gerade wieder neu. Genau, mit Staffel 7 hat es ja die Serie geändert und war eigentlich auch abgeschlossen, wurde dann aber als Comic auch beginnend mit Staffel 8 dann weitergeführt, auch unter der Feder von Joss Whedon. Und da habe ich ja auch die ersten beiden Bände oder sowas, aber die ich noch nicht wirklich gelesen habe. Genau, und das ging ja jetzt ewig weiter bis mindestens Staffel 11 oder so. Und das hier ist aber quasi, die hat nur keinen eigenen Namen. Das ist total verwirrend, finde ich. Und das ist eben auch Teil 1 jetzt explizit, weil das eine Neuerzählung ist, also von Anfang an. Und das trifft sich jetzt ganz gut, weil ich ja, wir gucken das jetzt gerade eben auch wieder. Wir sind jetzt in der Mitte der zweiten Staffel und das beginnt ja eben direkt am Anfang. Aber wo ist der Vorteil? Und zwar ist es eine Neuerzählung. Wie würde Buffy jetzt erzählt werden, wenn es in der Jetztzeit spielt. Also weil Buffy war ja 1997, glaube ich, oder so startete das ungefähr. Und hier, glaube ich, ist es 2020, 21. Also es ist übrigens auch die englische Ausgabe, ne? Das ist, glaube ich, nicht auf Deutsch erschienen. Volume 1 ist September 2022. Echt? Ist das erst von 22? Ich dachte, dass ich das letztes Jahr schon eher gehört hätte. Ja, okay. Genau, also spielt auch, weiß nicht, steht hier vorne dran vielleicht, welches Jahr das ist. Nee, aber jedenfalls beginnt es so, dass Buffy zum Beispiel in einem Takeaway-Diner arbeitet. Und sie haben eben auch Smartphones und so weiter. Und das war ja damals bei Buffy eben nicht der Fall. Also der technische Fortschritt hat einfach gefehlt. Und hier sind einfach sowohl popkulturelle Sachen unserer Generation oder der jetzigen Generation angepasst, als auch der technische Fortschritt und so weiter. Und das soll sehr cool sein. Also weil nämlich auch hier, also es ist geschrieben in dem Fall von, oder sagen wir mal, das Trio. Jordi Belair, Dan Mora und Raul Angulo. Und ich glaube, bei 2 und 3, das hatte ich euch dann nämlich auch schon mal gezeigt, ich hole sie gleich nochmal, ist zumindest Jordi Belair auch immer mit beteiligt gewesen. Also diesmal eben nicht Joss Whedon. Auch wenn es eben auf seiner Geschichte basiert. Also Volume 1 heißt High School is Hell. Und die Reihe heißt einfach nur Buffy the Vampire Slayer. Ne? Also wir haben hier auch Joss Whedon, Buffy the Vampire Slayer, bla 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 bla. Und dann die anderen. Erschienen bei Boom Studios. Ich hole mal die anderen beiden Bände noch. Die hatte ich euch damals in dem Neuzugänge-Video schon gezeigt, bin aber jetzt nicht so viel weiter, glaube ich, drauf eingegangen, weil eben Band 1 noch gefehlt hat. Also das hier ist Band 2. Und zwar Once Bitten. Na, also Buffy und Angel. Und das ist Band 3, From Beneath You. So. Die beiden gefallen mir auch irgendwie viel besser, weil die sind eben komplett gezeichnet. Und hier der erste, das ist halt irgendwie so ein Filtereffekt draufgelegt auf ein Bild von Sarah Michelle Gellar gefühlt. Ah ja, genau, die hat hier, das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen bisher. Ach Mensch, seht ihr? Ich habe das noch gar nicht so richtig krass analysiert. Jetzt sehe ich das erst. Gott, dass sie hier wie sowas wie ein AirPod im Ohr hat und ein Smartphone in der Hand und da eben dann den Flock. Soll eben heißen technischer Fortschritt und so, ne?
Oder jetzt halt. Weil die anderen dann nicht unbedingt so, glaube ich, darauf hinweisen. Genau, weil das könnten jetzt auch einfach so Fanart-mäßig sein. Ja. Sind nämlich auch nicht ganz günstig, haben 15, ich glaube, kosten bei uns so ungefähr eben 15 Euro ein Heft. Aber es gibt ja bei Thalia oft zum Beispiel 20% oder sowas auf fremdsprachige Bücher und da zählt das dann auch mit rein. Und genau da habe ich damals zugeschlagen und habe mir dann eben selber zu Weihnachten hier diese drei Bände geschenkt. Ja, und dann jetzt kam die jetzt. So, und als ich das jetzt gerade geholt habe, habe ich auch kurz die anderen gefunden hier und zeige es euch nochmal kurz. Also das ist die Weitererzählung Staffel 8, die an die Serie anschließt hier. Das da, ne? Also das war der erste, zweite, dritte. So, das ist alles noch, glaube ich, Staffel 8. Hier steht es auch, glaube ich, nicht drauf. Doch hier Teil 1 der unverfilmten achten Staffel. Teil 2. Teil 3. Genau. Und dann geht es aber, wie gesagt, auch noch bis Band 11. Das Blöde ist, dass in unserer Bibliothek gibt es die auch, aber gefühlt nur Staffel 11. Also da frage ich mich, wie kommt man denn als Bibliothek auf die Idee, innerhalb einer Reihe nur so die letzten Sachen da aufzunehmen? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Also jetzt ist das endlich auch bei mir und ich kann da mal reinlesen. Bin ich sehr gespannt, ob das mein Buffy-Gefühl auch wieder so aufleben lassen wird. Gerade jetzt, wo ich mit der Serie wieder angefangen habe. Ja. Okay, machen wir weiter und zwar Secondhand-Laden. Ja, ich wollte eigentlich nicht, weil ich ja wusste, dass ich auch bei Reba bestellt habe und so und ja eh gerade nicht hinterherkomme mit allem. Aber wisst ihr, ich bin so an diesem Laden vorbeigegangen und auf einmal war so ein Luftstrom, der kam so von hinten in den Rücken und schob mich so in den Laden. Also ich konnte gar nichts machen, ne? Das war, als hätte der Wind einfach so zwei so Hände und hätte mich in den Laden geschoben und hat dann die Tür zugemacht und gesagt, da bleibst du jetzt eine Weile. Ja, und dann bin ich halt mit Büchern rausgegangen. Vier Stück sind es geworden. Ich habe eigentlich angefangen in der Kinderabteilung und wollte eigentlich auch nur da gucken. Und wollte dann, weil die Tür immer noch verriegelt war, die mich nicht da rausgelassen haben, bin ich dann noch ganz grob durch die anderen Regale gegangen. Ja, und dann sind so vier Bücher einfach so aus dem Regal gefallen und an mir festgeklebt. Also, ich konnte quasi halt nichts dafür, ne? Das erste wollte ich auch schon länger lesen. Und zwar aus dem Diogenes Verlag von Banana Yoshimoto Kitchen. Und die Autorin ist Japanerin und hat jetzt nämlich auch ein neues Buch herausgegeben, beziehungsweise wurde herausgegeben, eben auch vom Diogenes Verlag. Und das haben wir neulich auch in der Bloggervorschau fürs nächste Halbjahr gesehen. Und da wurde ich auch wieder daran erinnert, dass ich ja dieses Werk eigentlich erstmal noch lesen wollte, weil mich das immer noch am meisten anspricht. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich es im Secondhand-Laden jetzt gefunden habe. Der Zustand ist ja einfach, ihr seht es nicht. Also es sind hier sogar zwei Leserillen drin in diesem kurzen kleinen Büchlein, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe dafür 1,10 € bezahlt. Übrigens ist das Ganze eben aus dem Japanischen übersetzt von Wolfgang E. Schlecht und es ist noch ein Essay von Giorgio Amitrano enthalten und ein Nachwort der Autorin und ein Glossar. Was steht denn im Glossar? Frage ich mich gerade. Also sind da viele. Ja, genau. Ah ja. Das ist gut, weil manche Sachen kenne ich dann doch noch nicht. Sehr viele kenne ich ja. Also zum Beispiel Okonomiyaki, was das ist, oder Sashimi. Klar, kennt man meistens. Aber zum Beispiel Katsudon, doch kenne ich mittlerweile auch, genau. Aber zum Beispiel Yukata,
ist ein leichter Kimono, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Deswegen ist sowas dann doch immer ganz gut. Ich hoffe, dass das hier innerhalb des Textes vielleicht irgendwie auch markiert ist, dass man in dem Moment weiß, dass man hinten nachgucken muss. Weil ab und zu geht es mir so, da denke ich so, was ist das und google das und stelle erst am Ende des Buchs fest, dass es ein Glossar gab. Also es wird gesagt, dass eine ganze Generation sich mit diesem Buch identifizieren kann. Es packt alle jungen Leute, die der Großstadt verfallen sind und zugleich mit ihrer Anonymität kämpfen. Handelt von Film- und Fernsehbesessenen Jugendlichen, die sich im Slang der Comics ausdrücken und von jungen Menschen, die lebenshungrig und zugleich voller unbestimmter Ängste sind. Ja, und von der Autorin sind auch schon einige Werke im Diogenes Verlag erschienen. Das heißt, wenn mir das gut gefallen hat, kann ich da auf jeden Fall auch noch weitermachen. Und ja, es hilft mir einfach. Ich habe dann auch überlegt, ob ich es dann irgendwann als E-Book lese. Aber es hilft immer, wenn es hier steht und mich anguckt. Und ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich auch in seiner Schlichtheit wirklich sehr schön im Regal finde. Also ich würde mir das jetzt eigentlich sogar mit dem Cover nach vorn so aufstellen, wenn ich den Platz dafür finde. Ich habe so einen extra Diogenes-Fach da jetzt gerade. Ja, also da bin ich gespannt. Obwohl ich es eigentlich fast in das Regal der dünnen Bücher stellen müsste, da muss ich jetzt mal gucken, wo es als erstes, wo es eher hinkommt. So, dann das nächste. Ja, da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, aber dachte mir, ach komm, für 1,30 Euro. Denn das Buch hier, ich bin mir gar nicht mehr sicher, habe ich das mir damals bei Rebuy gekauft oder im Gebrauchtwarenladen? Ich glaube bei Rebuy, genau. Und da hatte ich nämlich noch hin und her überlegt, Holly Jane Raylens Blätterrauschen. Und da hatte ich noch überlegt, nehme ich das Hardcover oder nehme ich das Taschenbuch? Und bei Rebuy ist es ja so, dass die älteren Bücher, also demnach Hardcover, oft günstiger sind noch als die Taschenbücher. Und kann auch sein, dass es in dem Moment als sehr gut Zustand nur das Hardcover gab. Jedenfalls habe ich dann das Hardcover genommen. Ja, und es ist auch ein Mängelexemplar. Also, genau. Und habe ich leider eben auch noch nicht gelesen. Blätterrauschen. Und da geht es um eine Buchhandlung, die auch einen Leseklub hat. Und da passieren magische Dinge, weil sie dann auch in die Vergangenheit reisen, ein paar Teilnehmer dieser Lesegruppe. Und da, sag jetzt mal so, ist glaube ich eine Sci-Fi-Geschichte oder sowas. Genau, es spielt in der Zukunft und sie reisen aber in die Vergangenheit, ins 21. Jahrhundert. Ja, genau. Und ich mag ja auch so Sachen, die in Buchhandlungen und Bibliotheken und so spielen. Und jetzt habe ich im Gebrauchtwarenladen eben den Nachfolger gefunden. Gefallen mir beide eben sehr gut. Und aber als Taschenbuch, das sehr gut erhalten ist. Also es ist auch ein preisreduziertes Mängelexemplar, aber ich weiß nicht, wo hier irgendwo ein Mängel sein soll, bis auf den Stempel. Und dadurch, dass das ja jetzt hier eben, das hat hier zum Beispiel diese typischen Schnitte drin, ihr seht es jetzt nicht so gut. Aber das heißt, wenn mir das gut gefällt, könnte ich zum Beispiel das auch nochmal austauschen gegen das Taschenbuch dann. Ja, weil es natürlich schon ein Unterschied und ich würde meinen, dass ich auch den ersten Band als Taschenbuch schon ein paar Mal im Gebrauchtwarenladen gesehen habe. Ja, aber ich dachte mir, ich lese die jetzt dann erstmal und dann entscheide ich weiter, was damit passiert, ob es sich lohnt, das nochmal auszutauschen oder so. Aber ich habe es unter anderem, ich hätte jetzt wieder warten können, bis ich das erste gelesen habe, bis ich das kaufe, aber mir war bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig bewusst, dass es noch einen zweiten Band gibt oder einen Nachfolger. Und deswegen habe ich ihn unter anderem gekauft, dass ich mich daran erinnere, dass es überhaupt noch einen gibt. Genau. Ich lese jetzt nicht den Klappentext des zweiten, weil ich Angst habe, dass ich mich damit eben spoilere. Aber ja. Ne? Wird ähnlich sein, weil wir haben hier zum Beispiel auf dem ersten sind, deswegen lässt dieses Sci-Fi so ein bisschen anmuten, aufgrund der Bilder, die da gezeigt werden. Und hier sieht es dann eher nach einer Reise eben in die wirkliche Vergangenheit aus. Ja, mit Einstein und so. Und hier ist übrigens vorne auch versteckt, das konnte man hier ja ganz gut machen, das Cover vom ersten Band. Ja, weil ich war mir nämlich in dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, also es war sehr markant, hier die Schrift auch und dann eben auch das Cover. Und ich war mir dann erstmal kurz unsicher, aber dadurch, dass eben das erste hier auch abgebildet war, hier oben steht nämlich,
Donnerstag, 5. Juni 2273. Also das spielt 2273 und sie reisen in die Vergangenheit, das 21. Jahrhundert. Und hier steht 1891, also viel weitere Vergangenheit. Genau. Ja. Schauen wir mal, was mich da erwartet. So, und bei dem nächsten, das war im Schaufenster. Ich glaube, unter anderem deswegen kam dieser Windstoß, der mich in den Laden geschoben hat, für 2,90 € als Hardcover. Und zwar David Nichols Sweet Sorrow. Und das kam mir optisch gar nicht bekannt vor, aber eben Autor und Titel. Und zwar hat mir das, ich meine, die Sarah von Alice im Bücherland in meinem BookTube-Sommercamp-Video 2022 empfohlen. Und in das habe ich ja auch reingelesen, also ein Try-a-Chapter, also die Leseprobe gelesen. Ich verlinke euch das Video nochmal. Und dann war ich mir super unsicher, weil ich da eben ein anderes Cover kannte und musste dann auch erstmal nachgucken. Ich weiß nicht, habe ich im Laden schon nachgeguckt oder erst hier zu Hause? Nee, ich habe, glaube ich, hier dann den Klappentext gelesen und dachte mir, ja doch, das klingt genau wie das, was du gelesen hast. Auch wenn dir das Buch optisch nicht bekannt vorkommt. Weil mir hat es ja gut gefallen, die Leseprobe. Hätte ich aber auch als E-Book lesen können oder so. Aber dann hat mir das Hardcover doch so gut gefallen, hier mit dieser blauen Folienprägung, dass ich mir dachte, ach komm, und zu dem Preis, und es ist doch schön. Und es ist eine jugendliche Liebesgeschichte, was eigentlich danach schreit, dass es nicht meins ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Autor das anders schreibt. Also, dass der Autor eher in Richtung Ewald Ahrens geht, was jugendliche Geschichten betrifft und nicht so New Young Adultig. Wisst ihr, was ich meine, ohne dass ich das jetzt näher beschreibe? Also, dass ich damit eher klarkomme, weil die Schwerpunkte auf andere Sachen gesetzt werden. Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich gesehen werden kann. Die erste große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Meinem Kind scheinbar nicht. Also, genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders. Dann begegnet er Fran Fischer und seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen Nächten eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die schönen, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines Lebens und steht 20 Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe wiederzutreffen. Genau. Denn nämlich in der Leseprobe sind wir am Anfang, wo sich die beiden kennenlernen. Denn ich glaube, sie ist Teil einer Theater-AG-Gruppe und er schwänzt die Schule oder so im Sommer und versteckt sich dann auf einer Wiese in einem Feld und begegnet dann diesem Mädchen, das da, glaube ich, gerade einen Unfall hat oder so und kommt dann da in diese Theatergruppe rein und die üben, glaube ich, gerade Romeo und Julia und er hat da eigentlich überhaupt keinen Hang zu, aber irgendwas ist auch an dem Mädchen so besonders, nicht weil sie so wunderschön ist, aber sie ist irgendwie so besonders für ihn, dass er dabei bleibt und dann eben auch eine Freundschaft mit dieser Theatergruppe schließt und irgendwann trennen die sich alle dann und ja, Jahre später haben sie die Chance, sich wiederzusehen. Und das klingt eben so ein bisschen wie Ewald Ahrens, was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gelesen hatte, als ich hier reingelesen habe. Erinnert mich jetzt aber daran, an Der große Sommer zum Beispiel, so vom Gefühl her einfach. Deswegen hoffe ich vielleicht, dass hier ein ähnliches Gefühl entstehen wird und deswegen, ja, durfte das mit und ist, denke ich, eine schöne Sommerlektüre, auch wenn ich nicht weiß, ob das diesen Sommer noch reinpasst. Ich fürchte fast nicht, was sehr schade ist. So, und dann das nächste, letzte aus dem Gebrauchtwarenladen. Ach, ich rede schon wieder so lange. Hat mich nämlich auch schon ganz oft angelacht, weil ich es optisch sehr schön finde. Und ich habe von der Autorin. Ah, nee, genau. Das ist doch die Autorin der Raven Boys. Glaube ich. Schlagt mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube schon. Zwar Maggie Stiefvater.
Und das hier ist Eulen der Nacht. Und ich glaube, das ist eben wie Eulen der Nacht. Und ich glaube, das ist ein Einzelband. Also eine Kurzgeschichte ist es nicht, aber es ist eben auch nicht sehr umfangreich. Und deswegen habe ich damit schon öfters mal geliebäugelt, weil ich habe ja den ersten Band dieser Raven Boys Reihe gelesen, was mir auch gut gefallen hat. Und ich möchte eigentlich auch weiterlesen in der Reihe irgendwann. Aber es ist jetzt, eilt jetzt auch nicht so mega. Aber mir hat gefallen, wie sie geschrieben hat und auch wie sie die Freundschaft in den Vordergrund gestellt hat und nicht so sehr die Romanze. So, und das lässt mich immer schon mal positiv auf einen Autoren prägen oder prägt mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Inhalt, der hier beschrieben wird, in dieses kurze Buch passt, aber es klingt echt toll, denn es geht um Daniel Soria, der in einem kleinen Ort in der Wüste Colorados lebt und die Gabe hat, Wunder sichtbar zu machen. Und das ist mehr oder weniger bekannt. Deswegen pilgern ganz viele Menschen aus unterschiedlichen, also von der ganzen Welt zu ihm, weil er eben die Geheimnisse in ihrem Herzen, die sie da tragen und deren sie sich nicht so richtig bewusst sind, sichtbar machen kann und sie damit konfrontieren kann. Und die meisten verlassen dann geheilt auch wieder diesen Ort, weil sie dann daran arbeiten können, was ihr Problem ist. Aber so passiert es dann, also seine Gabe äußert sich dann darin, dass zum Beispiel Marisita Lopez, eine junge Frau, auf deren Hochzeitskleid sich zahlreiche Schmetterlinge niederlassen, die aber nicht davonfliegen können, weil es dauerhaft über ihr regnet, ja, herausfinden muss, was eigentlich das Problem ist. Also zum Beispiel, dass sie vielleicht eigentlich gar nicht heiraten will oder ja. Oder auch Janie Fitzgerald, die keine eigenen Worte mehr besitzt und nur noch wiederholen kann, was andere sagen. Oder zwei Zwillinge, die mit einer riesigen zweiköpfigen Schlange aneinander gebunden sind und so weiter. Und normalerweise macht er ja die Menschen wohl nur darauf aufmerksam und die müssen sich dann dem stellen und das überwinden. Und dann begeht er aber wohl einen Fehler und mischt sich in ein gewisses Wunder ein. Und versucht vielleicht dieser Person zu helfen oder zu manipulieren, ich weiß es nicht. Aber diese Einmischung ist dann das Problem. Genau. Und das klingt super toll und klingt eigentlich auch nach Stoff für ein viel dickeres Buch oder sogar eine Reihe. Deswegen bin ich da sehr gespannt und ich finde es einfach super hübsch. Und ja, für 1,30 Euro habe ich es dann mitgenommen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. So. Und ich überlege mir gerade, das waren ja jetzt ein paar Bücher, ob ich hiermit einen ersten Teil abschließe und ein zweites Video hochlade, in dem ich euch mein Rebuy-Haul zeige, denn das sind ja auch nochmal ein paar. Ich glaube fast, dass ich das so machen werde und werde dann hier gleich anschließen. Vielleicht sehe ich sogar anders aus, weil ich das an einem anderen Tag drehen muss. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Aber dann, ja, ich habe mich schon wieder verquatscht bei diesem Stapel Bücher. Mal gucken. Also dann sehen wir uns hoffentlich im zweiten Teil wieder. Bis dann. Tschüss.